the mall, cause your mama forgot. I know it hurts so bad. Hey, servus zusammen zu diesem kurzen Video. Das ist wirklich ein kurzes Video. Und zwar geht es um Bücher. Und zwar um Bücher, die dich zu einem besseren Unternehmer oder zu einer besseren Unternehmerin machen. Zu einem großen Unternehmerin, zum großen Unternehmer. Wirklich. Es gibt ja jede Menge Bücher, die ich empfehle. Ganz viele zum Thema Vermarktung, zum Thema Vertrieb, zum Thema Verkauf und so weiter. Aber mal so richtig zum Thema Unternehmertum, Unternehmensaufbau. Da gibt es nicht so viele. Ich empfehle jetzt 3 Stück. Die habe ich auch schon in anderen Runden mal empfohlen. Aber wenn du dir die ureigenen Unternehmeraufgaben mal anguckst, die wir haben als Unternehmerinnen und Unternehmer, sind es aus meiner Sicht 2 Stück. Erstens Systeme schaffen und zweitens Wachstum produzieren. Das sind die 2 Kernaufgaben im Unternehmertum. Und Systeme schaffen und Wachstum produzieren. Darum geht es in diesen Büchern, die ich dir jetzt empfehle. Ich fange mal mit dem ersten an. Das haben wir schon ganz oft empfohlen. Absoluter Klassiker, Ray Dalio Principles. Ray Dalio ist ein Unternehmer, Investment-Guru, wenn man so sagen möchte, schwerreich, Milliardär, der Mann. Und der hat das Buch Principles geschrieben und ich glaube, es sind insgesamt jeweils 7 Prinzipien, die er beschreibt, sowohl einmal privat, ne, für privates Handeln, aber auch geschäftliche Prinzipien, also Prinzipien fürs Leben und Prinzipien fürs Handeln. Das ist so glasklar geschrieben und meine Erfahrung ist, wenn du dich an diese Prinzipien hältst, sowohl in deinem Leben als auch im Unternehmertum, wirst du A, ein besserer Mensch und B, baust du ein besseres Unternehmen. Und gerade seine Work Principles sind irre. Das geht von Unternehmensführung über Kommunikation, über Meetingkultur, über Unternehmensprinzipien an sich. Und ich finde das so stark. Eins davon haben wir bei Mehr Geschäft installiert, das ist das Prinzip der Wahrheit. Das Prinzip der Wahrheit ist, es klingt so simpel, ne? Sag halt immer die Wahrheit, sag immer ja, wenn du ja denkst, sag nein, wenn du nein denkst, aber das ist in der Praxis gar nicht so leicht. Insbesondere deswegen nicht, weil man wenn man die Wahrheit sagt, hat das viel Piss-Off-Potenzial. Ne? Also bei uns läuft irgendwas nicht gut und es ist klar auszumachen, ah, die Person war verantwortlich. Dann redet man oft so im heißen Brei rum, so ja, na ja, und nee, bei uns nicht. Bei uns wird das klar angesprochen und diese Person steht dann im Fokus. Und gar nicht, weil wir auf diese Person eindreschen möchten, sondern weil nur wenn wir offen uns gegenüber sind und ehrlich sind und sagen, das ist der Engpass, das ist falsch gelaufen und die Person war verantwortlich. Nur so kommen wir weiter. Ray Dalio nennt das Confront the Brutal Truth, also konfrontiere dich immer mit der brutalen Wahrheit. Und das tun wir hier bei Mehr Geschäft. Beispielsweise, kleiner Tipp, immer mittwochs schicken wir eine Engpassanalyse raus an die gesamte Firma. Das heißt, unser Controller, der Joshua, investiert Montag, Dienstag und Mittwoch seiner Zeit darin, die Engpässe in dieser Firma, die aktuellen akuten Engpässe dieser Firma zu analysieren, aufzudecken. Und dann identifiziert er, okay, guck mal, da haben wir einen Engpass. Dann geht er mit den Leuten, die betroffen sind, aber auch ins Interview und versucht herauszufinden, warum ist dieser Engpass so und wie wird die Situation eingeschätzt im Hinblick auf, verbessert es sich, sind wir da schon eigentlich auf dem Weg raus oder haben wir es noch nicht gelöst? Und dann wird eine Engpassanalyse geschrieben, die geht jeden Mittwoch per E-Mail an alle raus, die in dieser Firma arbeiten und da werden die Namen erwähnt. Und das habe ich bewusst so entschieden, weil ich gesagt habe, nein, wir leben das Prinzip der Wahrheit, aus diesem Buch gelernt. Wenn du dieses Konfrontiere die brutale Wahrheit Prinzip lebst, entwickelst du dich wirklich weiter. Also das ist ein starkes Buch Nummer 1. Buch Nummer 2 nehme ich Good to Great von Jim Collins oder auf Deutsch Der Weg zu den Besten. Das habe ich auch schon an vielen Stellen empfohlen. Aber wenn ihr mich fragt, mit welchem Buch werde ich ein besserer Unternehmer, bessere Unternehmerin, dann mit diesem Buch. Du lernst in dem Buch nichts über Verkaufen, nichts über Vertrieb, sondern du lernst eine ganze Menge über Unternehmenssteuerung, über Rekrutierung, über Führung. Und da will ich jetzt nicht zu viel verraten, aber es ist eine echte Bibel. Ich habe das bestimmt schon 3-4 Mal gelesen. Also möchtest du eine bessere Unternehmerin und Unternehmer werden, dann hol dir dieses Buch und lies es regelmäßig. Ich lese die Bücher nicht nur einmal, sondern echt mehrfach. Bei mir ist das Intervall so, alle 3-4 Jahre lese ich die Bücher, die mir gut gefallen haben, nochmal. Warum? Du kennst das vielleicht von dir, weil innerhalb von, sagen wir mal, 3-4 Jahren hast du dich so sehr weiterentwickelt, dass wenn du das Buch jetzt nochmal liest, du das Gefühl hast, ui, du liest ein anderes Buch. Klar, erkennst du Dinge wieder, aber du ziehst andere Dinge heraus. Warum? Weil in den 3-4 Jahren hast du Erfahrung gesammelt und die Dinge, die du dann liest, fallen jetzt auf einen anderen Resonanzkörper und interpretierst du anders und filterst du anders raus. Und das ist ein Tipp, den ich dir nur geben kann. Mach das ruhig auch mal so. Ja? Also wirklich alle 3-4 Jahre ein Buch, was dir gut gefallen hat, nochmal lesen.
und schau mal, was mit dir passiert. Irre. Und das bringt mich zu meinem dritten Buch. Ich könnte tausende empfehlen, aber ich mache echt nur drei Quick and Dirty, haben wir gesagt. Und das ist tatsächlich immer wieder Michael Masterson, Ready, Fire, Aim. Er sagt, schau mal, du kannst unternehmerisches Wachstum in mehrere Phasen unterteilen. Phase 1, 0 bis 1 Million Euro. Phase 2, 1 bis 10 Millionen Euro. Dann 10 bis 50 Millionen Euro Phase 3 und dann nördlich 50 Millionen Euro. Und ich habe es noch nie erlebt, dass in einem Buch eine so klare Anleitung gegeben wird, was in welcher Phase wirklich genau zu tun ist. Für mich ist das Buch Lebensretter, Quell der Inspiration, gute Laune lesen pur. Warum? Weil ich mich so sehr darin wiederfinde. Ich habe es das erste Mal gelesen 2017, glaube ich. Oder 2016, irgendwie sowas. Und habe es jetzt akut nochmal gelesen. Boah, so gut. So gut, was hier drin geschrieben ist. Vielleicht unter allen Businessbüchern, unter allen Businessbüchern, die ich je gelesen habe, ist das bei mir in der Top 3. Anderen beiden Bücher sind so gut, dass ich die in der Regel öffentlich gar nicht empfehle. Eins davon habe ich mal meinem Freund Bodo Schäfer empfohlen, der mir daraufhin eine WhatsApp geschrieben hat. Erst nur eine Text-WhatsApp, da stand drin, ist das gut. Und dann hat er mir noch eine Sprachnachricht geschickt, irgendwie von 4 Minuten, wo er auch gesagt hat, das kann nicht wahr sein. Das hat er ja noch nie gesehen. Ja. Aber die sind so gut, die empfehle ich dir nur, wenn wir uns näher kennen. Aber dennoch, das hier ist in den Top 3. Jetzt gebe ich dir noch einen Tipp. Guck mal, wenn ich so ein Buch lese, dann klebe ich mir oft ganz vorne so Klebis rein. Warum? Weil ich die hier reinklebe, an die Seiten. Und jetzt siehst du, klebe ich Klebis an die Seite und nach oben. Warum? Da steckt ein System hinter. An der Seite bedeutet für mich nachlesen. Oben bedeutet für mich To-Do. Und das ist ein simples System. Und wenn du magst, nimm das doch auch mal, weil das geht jetzt aus. Bei mir war es immer so, ich habe mir jede Menge Eselsohren gemacht oder irgendwelche Sachen reingeklebt. Und dann wusste ich nicht mehr, ja, was ist davon jetzt relevant. Hier bei dem auch, da hatte ich das System noch nicht so. Da stehen ganz viele Zettel drin. Und dann so, ja, okay, soll ich die jetzt alle mir nochmal angucken oder Nein, deswegen habe ich gesagt, oben gleich To-Do, da möchte ich was tun, da muss ich was tun, da empfiehlt sich eine Handlung und eine Seite nochmal nachlesen. Aber meine Lieben, das sind die drei Bücher, zwei davon habe ich jetzt gerade eben hier, das hat er mal eingeblendet, die ihr aus meiner Sicht alle 3-4 Jahre immer wieder lesen solltet in eurer gesamten Unternehmerkarriere, weil euch die wirklich nach vorne bringen. Und nochmal, als Unternehmerin und Unternehmer entwickelst du dich permanent weiter. Das sind ja auch so iterative Evolutionsprozesse, wo du von Stufe zu Stufe kommst. Und immer wenn du eine neue Stufe erreichst, solltest du das Buch normal lesen, weil du auf einmal ein anderes Buch liest, wie gerade schon erklärt. Oh, so herrlich. Also, danke fürs Zuschauen. Gib mir gerne einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Ciao.